So ist die Dosenananas bei uns beliebt. Doch welche Ananas kommt eigentlich in die Dose? So muss unsere Ananas sein. Goldgelb und schön saftig. Doch bis die Früchte für die Dose reif sind, ist es ein langer Weg. Alles beginnt hier, im Königreich Thailand. In den letzten Jahren ist das Urlaubsland zu einem der größten Produzenten von Ananas und sogar zum bedeutendsten Exporteur von Dosenananas geworden. Khun Nipalin baut für eine Kooperative an. Das Wichtigste beim Ananasanbau ist, dass die Farmer von der Kooperative gut geschult werden, wenn es um die Benutzung von Pestiziden und um die Arbeitssicherheit geht. Ich selbst bin schon seit Jahren Mitglied der gemeinschaftlichen Landwirtschaft und ich baue meine Ananas ausschließlich für sie an. Bäuerin Nipalin pflanzt heute mit ihren Farmarbeitern mehrere neue Reihen. Das muss sie jeden Monat machen, damit sie kontinuierlich ernten kann. Diese Ananaspflanzen tragen dann in rund 1,5 Jahren Früchte. Danach gibt es noch einen kleineren Ertrag 4 Monate später. Danach reißt Nipalin sie heraus und pflanzt neu. Der Ertrag wäre sonst zu klein. Ananaspflanzen brauchen sehr viel Wasser. Während der Trockenzeit beregnen sie daher ständig Sprinkleranlagen. Dann wächst erst eine Blüte und aus der wird eine kleine Ananas. Genau der richtige Zeitpunkt, um den Wachstumskern an der Krone der Frucht auszubohren. Denn dadurch wird die Frucht größer und leckerer. Die Pflanze investiert dann keine Energie mehr ins Wachstum, sondern nur noch in die Frucht. Für Nipalin ist heute ein wichtiger Tag. Die Ernte steht an. Da die Bäuerin ausschließlich für die Konservenproduktion anbaut, bleiben ihre Früchte bis zur endgültigen Reife auf dem Feld. Das ist sonst nur noch bei frischen Früchten so, die mit dem Flugzeug direkt nach Europa geflogen werden. Das Ergebnis? Die Ananas ist zuckersüß. Nipalin hackt mit der Machete jetzt die Kronen der Ananas ab. Denn auch die sind wichtig. Da werden doch wieder unsere neuen Pflanzen draus. Die Kronen sind die neuen Stecklinge. Thailands wichtigstes Anbaugebiet liegt an seiner engsten Stelle, dem Isthmus von Kra. Hier steht auch die Dosenfabrik der Kooperative. Täglich liefern die Bauern hier bis zu 450 Tonnen Ananas ab. Die Kooperative hat hunderte Vertragsbauern, die meist auf weniger als 5 Hektar Ananas anbauen. Eine dieser Vertragsbauern ist Anong. Rund 3 Tonnen Ananas hat die Farmerin heute auf ihrem Pickup geladen. Sie wiegen hier die Ladung von jedem Lieferanten. Dann weiß ich schon ungefähr, wie viel ich bezahlt bekomme. Vorausgesetzt, die Bäuerin bekommt das Qualitäts-Okay. Denn bevor es in die Fabrik geht, durchlaufen alle Früchte noch eine wichtige Prüfung. Auch Anongs Ananas steht das bevor. Jetzt wird sich zeigen, ob sie auf dem Hof alles richtig gemacht hat. Bei Dosenananas steht und fällt nämlich die Qualität mit dem Zuckergehalt der Frucht. Dazu nimmt der Mitarbeiter Zufallsproben des Safts. Sind die Früchte zu sauer, werden sie abgelehnt. Das wäre eine Katastrophe für Anong. Doch wie immer ist alles gut. Anong bekommt den Sticker. Ich bin so glücklich. Unsere Ananas sind sehr, sehr süß. Doch das war nur der erste Schritt für Anongs Ananas. Zusammen mit den anderen Lieferanten kommt ihr Pickup jetzt auf die Laderampe.
Ein Truck nach dem anderen entleert die Ernte des Tages. Tonnenweise rollen die Früchte per Laufband in die Fabrik. Kurz darauf folgt bereits die zweite Qualitätskontrolle. Dutzende Mitarbeiter schneiden stichprobenartig die Früchte an, um hineinzuschauen. Der Grund? Die berüchtigte Fruchtfäule. Von außen unsichtbar zerstört ein Schimmelpilz die Frucht von innen. Qualitätsmanagerin Sukanya schaut bei diesem wichtigen Schritt oft selbst nach dem Rechten. Auf gar keinen Fall dürfen infizierte Früchte in die Produktion gelangen. Das wäre absolut fatal. Hier sieht man den Unterschied. Es ist bei dieser Frucht zwar nicht so schlimm, trotzdem sortieren wir sie natürlich aus. Die geprüften Früchte rollen weiter. Als nächstes sortiert eine Maschine sie nach Größen. Kleine Mini-Ananas fallen dabei durch den Spalt. Die Fabrik braucht eine Mindestgröße, sonst wäre später zu viel Platz in der Dose. Ab jetzt sind alle Früchte konform. Arbeiter teilen nun den riesigen Strom an Früchten auf und speisen rund ein Dutzend Shell-Maschinen. Zwar wurde schon 1892 eine Maschine erfunden, die den Kern herausstanzen konnte, doch das Schälen ging noch lange mühsam von Hand. Heutzutage fräst die Maschine die Schale millimetergenau ab, sodass die Frucht genau in die Dose passt. Fast zeitgleich stanzt sie ein Loch in die Ananas. Die Maschine schneidet den Strunk aus der Frucht. Das ist nämlich der ehemalige Stiel der Pflanze und der ist sehr sauer. Jetzt haben die Ananas zwar die typische Form, doch fertig ist die Produktion noch lange nicht. Noch immer haben einzelne Früchte weiche oder schwarze Stellen. Und diese zu finden und zu entfernen, ist die einzige Aufgabe von über 120 Arbeiterinnen in dieser Abteilung. Im Sekundentakt greifen sie die geschälte Ananas vom Band und bearbeiten sie nach. Wir brauchen unbedingt perfekt gelbe Früchte. Stellen wie diese müssen raus. Unsere wichtigsten Märkte sind Westeuropa und Japan. Und da werden solche Schönheitsfehler nicht geduldet. Die korrigierten Früchte sortiert die Firma aus. Sie kommen auf ein spezielles Band, denn daraus wird ein anderes Produkt. Ananas in Stücken. Die kommen später in Dosen mit anderen Früchten oder werden direkt an Restaurants verkauft. In der Thai-Küche gibt es unzählige Gerichte mit Ananas. Zur Produktion von Ananasscheiben hingegen taugen nur die besten Stücke. Dank Massenproduktion haben die genau die perfekte Passform für die Dose. Genau so wollen wir unsere Ananas haben. Sie sind sehr sauber, haben keine Stellen und ein leuchtendes Gelb. Perfekt! Um die Ananas in Dosen haltbar zu machen, werden sie auf über 80 Grad erhitzt. Dosenananas sind perfekt für Torten, da bei roher Ananas der Tortenguss nicht fest wird. Grund dafür ist das Enzym Bromelain. Das wird aber durch das Pasteurisieren zerstört. Erst nach dem Erhitzen bekommen die Dosen ihren Deckel. Die Luft zieht sich beim Abkühlen innen zusammen und bewirkt einen leichten Unterdruck. Rund 1 Million Dosen rollen so täglich hier vom Band. Thailand ist inzwischen der größte Exporteur von Dosenananas weltweit. Die ersten Dosenananas kamen noch aus Hawaii nach Deutschland. Daher werden sie auch heute noch im Namen mit der Pazifikinsel in Verbindung gebracht,
Zum Beispiel beim Toast, beim Schnitzel oder bei der Pizza Hawaii. Diese Dosen hier gehen alle nach Deutschland, einem der wichtigsten Kunden der Thais. Da das Unternehmen eine Kooperative ist, hat es das Fairtrade-Siegel. Die Kunden interessieren sich immer mehr dafür, wo ihre Lebensmittel herkommen. Wenn etwas fair produziert ist, kann man dafür auch einen höheren Preis verlangen. Ja, wir in Thailand profitieren davon, besonders bei den Deutschen. Rund 1 Million Tonnen Dosenananas werden weltweit produziert. Thailand als größter Produzent hält aber im Welthandel eine Sonderstellung. Es ist das einzige Land, in dem die Ananas nicht von riesigen Farmen, sondern von Kleinbauern kommen. Doch was passiert eigentlich mit den ganzen ausgestanzten Mittelteilen der Ananas? Ja, die Ananas hat ja diesen Stiel in der Mitte. Der ist sehr sauer und die meisten essen ihn nicht. Wir in Thailand haben das Problem aber gelöst. Wir machen daraus nämlich kandierte Früchte. Getrocknet und mit Zuckerlösung übergossen, sind selbst die zähen Stiele ein Genuss.